Hallo und willkommen zurück bei FIFA Journey. Ruf mich an, wir müssen drüber reden, was wir mit dem Torbonus machen. Okay, ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen. Und ja, wir haben ja jetzt das Finale gewonnen. Das Halbfinale. Oder hatten wir gewonnen, ne? Ich glaube schon. Ja, wir hatten 1-0 gerade so gewonnen. Stimmt, Williams hat ja das Guten Tor Morgen, geschossen. Gentlemen. Ich hoffe, ihr seid ausgeruht. Heute gibt's was. Dieses Team spielt als einer. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder in die Startelf rücken. Ich habe keine Lust, von der Bank zu starten. Von daher schauen wir, dass wir das hinbekommen. Dim. Das fängt schon scheiße an. Oh Mann. Ich muss mir unbedingt abgewöhnen, immer diese schnell zu drücken, dass vielleicht dann die Szene weggeht. Das mache ich jedes Mal. Okay, ein gut reicht für den Anfang. Ich hoffe, das reicht. Ich will auf keinen Fall hier von der Bank starten. Das war zum Beispiel gar nicht schlecht. Geil. Oh, toll. Hauptsache, der rennt in den Gegenspieler rein. Naja, immerhin haben wir es auf gut geschafft. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Jawohl, und beim zweiten Mal sogar exzellent. Obwohl das wesentlich schwieriger war. Jetzt bin ich gespannt. Wir müssen also in die Startelf rücken. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Jawohl, wir sind in der Startelf. Geile Sache. Geile Geschichte. Danny Walker. Ja, Danny Williams, so. Walker nicht ganz. Danny Williams. Eigentlich eine geile Figur, die hier ein bisschen untergeht. Naja, egal. Gegen wen spielen wir? Gegen Leicester, gegen den 12. So, wenn wir gewinnen, kommen wir ein bisschen oben ran. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal noch unsere Fans an. So, heute schaue ich meinem Kumpel Danny Williams gegen Leicester zu. Komm schon, West Ham. Die nächste Chance für die Williams zu glänzen. Ich glaube, es gelingt ihm auch, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Also, wenn der jetzt auch noch hier wechselt, ne, dann faulig. Ja. Ah, das ist noch gleich, okay. Wenn der jetzt noch wechselt, das wäre verrückt. Der jetzt auch nur nach Bayern geht. Das wäre echt verrückt. Stell euch mal vor, wird uns immer hinterherlaufen. Aber ich freue mich echt mit West Ham wieder zu spielen. Das freut mich richtig. Also da oben, das haben wir auf jeden Fall geschafft, denke ich. Wir schaffen den Sprung in die Startelf. Und da würde ich sagen, geht's los. Herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir sind zu Gast in einer starken, wenn nicht der stärksten Liga in Europa. Naja. Wisst ihr, es gibt Premier League Fußball zu sehen. Ich jedenfalls verspreche mir einiges von diesem Aufeinandertreffen. Und hier die Aufstellung von West Ham United. Danny Williams stark wie eh Wir und je. sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und Schön. Manuel Oh, Ancini! schade. Und der Ball geht nicht rein. Ach, Das aber wäre was natürlich jetzt für schon eine geil Szene und gewesen. was für eine Chance. Da sind Sie gerade noch zur Direkt Stelle. die erste Vorlage, aber
Es sollte noch nicht sein. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Sie haben den Ball. Oh, Williams. Weißt du, so ein Rindvieh von Kerl, aber wird dann von dem Nächstbesten einfach so weggeschubst. Ibora. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Hart. Geht daneben. Das kann er definitiv Adrian. Besser. Warum ist bei uns der Hart nicht mehr drin? Noble. Williams. Schön. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Oh, gefährlich. Ja, wir haben noch kein Glück. Flanke jetzt. Mit der Faust kann er hier retten. Noch soll es nicht sein. Noble. Wird's jetzt gefährlich? Arnautovic. Er gibt abseits. Schade. Komm schnell. Samson. Ich hab's genau gewusst. Ja, Nacho. Nein. Das könnte die Chance werden. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Komm, jetzt nur kein... Das ist es vielleicht. Bitte, ein Eigentor. So hat er sich das ganz sicher nicht ohne Scheiß. Der Ball landet im eigenen Tor. Warum spielt Hart nicht? Sind immer ein bisschen kurios. Nein, jetzt müssen wir natürlich hinten liegen wegen so einer dämlichen Aktion schon wieder. Das könnte gefährlich werden. Oh, machst du das ganze Spiel und dann wieder sowas. Ibora. Könntest du natürlich faulen. Mahrez. Jetzt wird's richtig schwer. Noble. Jetzt müssen sie aufpassen. Schöner Pass. Foul. Jetzt ist der Ball erstmal raus. Nein, bei uns ist das kein Foul. Den Ball gibt er erstmal nicht her. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Arnautovic. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Also das gibt aber kein Gelb. Kein Fall. Oh. Ganz souverän hier vom Torhüter. Toll, da könntest du gerade faulen. Da verlängert er den Ball. Kein Zweifel, oh. Das ist ein Freistoß. Ja, Schiri, komm. Wenn ich dieses Spiel gewinnen, ist mir eigentlich klar gewesen, aber das hier, das ärgert mich total. Noble. Weil es halt eben doch so unnötig war, wie unnötig. Danny Williams! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Oh, kriegt er den Ball nicht mehr richtig angenommen. Schade. Noble. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Oh. Es soll heute nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Kouyaté. Klasse Aktion. Ball ist weg. Jetzt über Williams. Und jetzt die Chance. Oh, der wäre gut gekommen, aber der kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Und den Schuss blockt er. Immer irgendeiner seinen dämlichen Fuß noch dazwischen. Wäre so wichtig gewesen, vor der Halbzeit hier noch den Anschlusstreffer zu machen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ein Tor. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in der Liga noch was reißen können, aber... Durchgang so wird das läuft, definitiv nicht. Olympiastadion.
Er spielt den Pass zurück. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Haben wir einmal Hart nicht drin. Und Williams. Ja, kommt da mal einer mit. Noble. Manuel Lanzini. Andrea Yu. Super Pass. Noch ist die Chance da. Das gibt's nicht. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Jetzt wird's den Wechsel geben. Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Uloa. Den Ball holt er sich. Oh, unnötiger Ballverlust. Spielen wir heute hier aber auch wieder eine Scheiße zusammen. Da kommt der Pass auf außen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. So, was haben wir denn für Ziele? Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Andrew Ayew. Noble. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kouyaté. Masuaku. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fängt diesen Ball. Oh, Williams, geh auf keinen Fall auf den Ball. Genau, bleib stehen, bis der Ball am besten noch zu dir hingetragen wird. Das ist eine sehr gute Einstellung. Gefährlich! Slimani! Und den Ball hält er problemlos. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie holen sich den Ball doch noch. Das könnte die Chance werden. Ndidi. Ndidi. Mahrez. Ball kommt rein. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte gefährlich werden. Oh, da gewinnt auch keiner mehr einen Kopfball. Uloa. Das macht er gut. Ogbonna. Dann passt. Wie oft soll ich auf den Passknopf noch treten? Und da ist der Ball wieder weg. Schöner Pass. Schön. Klasse gemacht. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Es kann nicht sein. Er spielt ihn zurück. Es soll einfach heute nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Platz für den Konter. Chancen über Chancen. Kein Tor. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ndidi. Er kann ihn nicht aufhalten. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Oh, passt doch. Mensch. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Ball kommt von Mahrez. Warum spielen wir heute mit der B-Mannschaft? Warum ist da ziemlich drin gewesen von Anfang an? Jetzt müssen sie aufpassen. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Da ist die Flanke. Ja! Alles wieder offen in diesem Spiel. Ja, vielleicht machen sie immerhin sogar noch den Siegtreffer. Also, ich glaube, es wird noch dramatisch. Jetzt ist hier alles wieder offen. Man darf sie einfach nie abschreiben. Immerhin. Was für eine tolle Moral. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Morgan. Andrew Ayew. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Kouyaté. Oh, dann. Kein Sieger im heutigen Spiel. Das Ganze hier. Egal, Hauptsache noch. Der Endstand sagt es ja im Grunde aus. Ein Punkt gerettet. Spiel. Manchmal soll es einfach keinen Sieger geben.
Ja, war den Pech mit dem Freistoß. Kann der Torwart natürlich nichts dran ändern, aber es war trotzdem ärgerlich. Trotzdem ist das ärgerlich. Wir hätten das Spiel auch gewinnen können, locker. Naja, was soll's. Jetzt bin ich gespannt. Immerhin wieder ein bisschen Geld verdienen. 6.400 Einnahmen. Naja, immerhin halten wir uns in der Startelf. Jawohl, und neue Stufe erreicht. Einen Skillpunkt haben wir. Den werden wir auch gleich einsetzen. Wie gesagt, bei ihm verteilen wir das, dass wir ungefähr überall das gleiche haben. Da brauchen wir aber drei dafür. Volleys. Was haben wir hier? Außenrissschuss. Was ist das? Außenrisspass. Kurzpässe. Ja, dann sparen wir jetzt erstmal die Punkte. Und gehen weiter. Äußerst schade. Was haben wir denn dafür jetzt bekommen? Zweite Lunge. Okay. Können wir die bei Attributen einsetzen? Ah ja, da unten. Die gegen Spielende. Okay. Zum Freischalten Kapitel 5 Aufgabe meistern. Habe ich doch. Habe ich doch gemacht? Naja, egal. Aber hier können wir es wieder auch wieder schaffen, mal alles zu machen, ausnahmsweise. So, was sagt denn die Tabelle? 24. Spieltag, wie viel gibt's? Genug. Wir sind aktuell noch 10. Na, schade. 2 Punkte mehr wären natürlich besser gewesen, wären wir oben noch rangekommen. Aber so, naja, immerhin. Besser als nichts, ne? Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Schauen wir mal, gegen wen wir dann spielen. Bis dann. Ciao, ciao.